Wo Bier draufsteht, ist auch Bier drin. In dem Fall ist es das Bio-Goldblumenweizen aus der Brauerei Hofstetten zusammen mit dem Leutholdhof. Was sich dahinter verbirgt, ein schönes Konzept. Darüber reden wir, wenn ihr dranbleibt. Hey, super, dass ihr weiterhin mit dabei seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wenn ihr grundsätzlich Bock auf deutschsprachige Biervideos habt, dann seid doch so nett und lasst hier kurz ein Abo da durch einen Klick auf diesen roten Knopf und unterstützt den Kanal. Ich sage recht herzlichen Dank dafür und begrüße euch ganz herzlich bei hoffentlich bester Gesundheit zum aktuellen Biervideo. Und das ist ein Bio-Goldblumenweizen. Steht einfach nur lapidar Bier drauf, aber da steckt viel, viel mehr drin. Es ist ein Projekt des Leutholdhofs und der Brauerei Hofstetten. Die Brauerei Hofstetten in St. Martin, der Leutholdhof ganz in der Nähe in Oberhardt. Und das gehört aber offensichtlich auch zu St. Martin dazu. Zumindest entnehme ich das der Adresse hier hinten drauf. Und das ist ein integratives Hofprojekt oder Hofgemeinschaft. Und in diesem Hof oder auf diesem Hof werden offensichtlich auch alte Getreidesorten angebaut und man hat einen Hofladen und verkauft da allerlei Produkte und offensichtlich hat noch ein Bier gefehlt. Und was liegt da näher, wenn man eine Brauerei wie die Hofstettener Brauerei gerade ums Eck hat? Also wenn ich jetzt gerade auf Google Maps geschaut habe, das sind ein paar Kilometer. Und dann fragt man mal an, und ob man nicht aus diesem Getreide, was man da anbaut, aus diesen alten Sorten, ob man da nicht ein Bier brauen kann. Und ihr werdet es kaum glauben, die Wahl ist auf den Goldblumenweizen gefallen und das Goldblumenweizenbier wird mit einer alten und seltenen Weizensorte eingebraut, kultiviert im Einklang mit der Natur, veredelt durch die Hofstettener Braukunst. Und wenn man hier auch die Zutatenliste liest, Bio-Weizenmalz, Bio-Gerstenmalz, Bio-Hopfen und Hefe. 5,0 Volumenprozent Alkohol sind da drin und Mühlvettler Aurora ist der Hopfen, der hier verwendet wurde. Also alles auch wieder nach Möglichkeit ganz lokal. Hofstettener Logo-Cap obendrauf. Und jetzt bin ich sehr gespannt als Weizenbier-Gerntrinker, wie Goldblumenweizen schmeckt. Und ich habe mir da extra mein kleines Weißbierglas zur Hand genommen und verspreche auch jetzt wieder alles zu geben, dass das hier nicht in einem völligen Desaster für mich endet, aber ich glaube, im Augenblick schaut es sehr gut aus. Irgendwie tue ich mich bei den kleinen Gläsern auch deutlich leichter. Oh! Hohohoho! Und wenn ich so mache beim Weißbier, dann gibt es sicher den einen oder anderen von euch, der schon weiß, was das heißt. Bananenalarm! Also gerade wirklich eine schöne estrige Bananennote in die Nase bekommen. So, den Rest, den gebe ich dann gleich rein. Wir haben eine vergleichsweise etwas hellere Farbe für ein Hefeweißbier. Schöne, kräftig goldene Farbe, schöne gleichmäßige Trübung auch. Weißer, cremiger Schaum, der auch einen schönen Gupf da oben drauf bildet. Ob er am Glas hängt, das kann ich nicht sagen, aber würde ich mal strengstens vermuten. Und Banane war schon eben mit dabei. Es ist aber vielleicht ein bisschen Nelke auch, aber da sind so teigige Noten. So richtig schöne, ein bisschen Hefe, Weizenmalz, finde ich sogar sehr präsent, das Weizenmalz in diesem Fall. Also, man erkennt, es ist ein Weißbier, das kommt vielleicht ein bisschen durch die Banane und die verwendete Weißbierhefe, aber es riecht dann doch irgendwie ein bisschen anders. Und das mag möglicherweise am Goldblumenweizen liegen. Das werden wir jetzt rausfinden. Sehr zum Wohl! Wow. Puh! Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Und es ist tatsächlich ein bisschen anders als viele andere Weißbiere. Erstmal ist es nicht so kräftig, nicht so sperrig, nicht so sattmachend. Es hat durchaus ein schönes Mundgefühl, aber es kommt doch ein bisschen leichter daher. Das macht es natürlich schon angenehmer. Es hat natürlich nur einen Nachteil. Es kommt aus der 0,33er Flasche. Weißbierfreunde wie ich, Weißbier aus der 0,33er Flasche ist für mich echt ein Problem. Einfach weil, wenn es gut ist, so wie das hier,
dann hat man nur 0,33er und keine 0,5er. Genug gelästert, ist ja Jammern auf hohem Niveau. Aber es hat eine schöne, leichte Bananennote. Ein bisschen Nelke, ist eher zurückhaltender. Schöne, angenehme Würze auch. Schöne Fruchtigkeit. Und da ist es dann neben der Banane, kommt dann noch so eine angenehme Zitrusfrucht, vielleicht so ein bisschen Orange eher, nicht so ganz aggressiv, leichte Säure schon mit dabei. Hat auch einen angenehmen Hopfeneindruck, bisschen dabei, minimale Hopfenbittere, so ganz im Hintergrund. Aber dieses Bier wird schon ein bisschen getragen von dieser fruchtigen Säure mit dabei und irrsinnig gut trinkbar. Leichte hefige Noten auch, mittlerer Körper, schöne, bisschen dezentere Kohlensäure im Vergleich zu anderen Weißbieren. Aber nicht weniger cremig und es wird hinten im Nachtrunk, es kommt so eine leichte, so ein bisschen so eine pfeffrige Note mit rein. Ein bisschen getreidiger, ganz leicht, so ein bisschen herbere Note. Boah, richtig gut, richtig, richtig gut. Das Bio-Goldblumenweizen aus der Brauerei Hofstetten von Probiert TV gibt es dafür 4 von 5 möglichen Punkten für das Bio-Goldblumenweizen aus dem Mühlviertel, das Projekt vom Leutholdhof und der Brauerei Hofstetten. Und da sage ich an der Stelle recht herzliche Gratulation. Mehr solche Kollaborationen, die vielleicht am Ende des Tages auch noch ein bisschen Gutes tun. Zu haben offensichtlich im Biertempel in Linz, da habe ich es gekauft, in der Brauerei Hofstetten, beziehungsweise auch im Hofladen des Leutholdhofs. Dann soll es für heute gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr ein Kanal-Abo dagelassen habt. Wir sehen uns beim nächsten Bier und das wird schon morgen der Fall sein. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.